Und schaut doch unbedingt mal bei meinem Discord vorbei. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung, um eben dann sowas wie Video-News zu kriegen, wenn mal keins kommen sollte aus irgendeinem Grund, oder eben einfach mit mir zu zocken oder andere Sachen mit anderen Leuten zocken. Also wie gesagt, Link in der Beschreibung und jetzt viel Spaß mit dem eigentlichen Video. So, willkommen zurück. Also heute gibt es endlich den Bosskampf. Und ihr seht gerade, wir haben noch so circa die Hälfte unseres Erfahrungsbalkens für den Fähigkeitenpunkt. Das heißt, ich werde jetzt erstmal noch schnell offscreen die Fähigkeitsdings erhöhen. Im Sinne von, ich hole mir jetzt die Fähigkeit Fähigkeitenpunkt Nummer 3. Und sobald ich den habe, treffen wir uns wieder hier und dann geht's zum großen Boss. Kann natürlich auch sein, dass ich in der Zwischenzeit irgendwie mir denke, weil ich eben zwei Gebetsperlen noch brauche, guck, ob ich irgendwo vielleicht einen Miniboss finde, dann wird natürlich der noch davor bekämpft. So, also ich habe jetzt 3 Erfahrungspunkte. Ja, auch der dritte ist jetzt theoretisch schon wieder ein bisschen drüber. Das lag eigentlich bloß daran, weil ich erstens einen Trick heraus... Oder was heißt Trick? Ich weiß jetzt endlich, wie man diese einen Typen da besiegt, die mit so einem... die wo ein bisschen länger gewachsen sind und den blauen Anzug haben, weil mit denen, die hatte ich wie immer Probleme. Ich habe jetzt gegen die eben eine Taktik gefunden und habe eben noch getestet, ob die wirklich so geht. Und es wäre vielleicht sogar eine Option gegen den großen Boss. Aber das sehen wir jetzt dann, wie gut ich mich schlagen werde. Wir kaufen jetzt erstmal noch eine Fähigkeit. Und zwar... Oh, wartet! Wenn ich das ganz sehe, dann vergesst, was ich gesagt habe mit von wegen, ich hole mir nur eine Fähigkeit. Es geht doch noch weiter für mich. Es gibt nochmal einen Cut. Ich hole mir dort Fähigkeit Punkt 4 und dann hole ich die bessere Heilung. Also bis gleich. So, jetzt haben wir es aber geschafft. Fähigkeiten erwerben. Wir holen jetzt direkt die verbesserte Medizin. So. Und dann rasten wir nochmal. Denn dann geht es direkt los zum großen Boss. Beziehungsweise ich werde noch eine Sache tun, einfach weil wir so viel Geld... Oder was heißt so viel? Also wir haben gerade einigermaßen viel Geld. Ich werde es mal investieren in 64 Geistembleme, das heißt 64 weitere Feuerwerkskörper, die ich einsetzen. Nee, 32 weitere, die ich einsetzen könnte. Ob ich es wirklich nutzen werde, ist die andere Frage, aber ich kann jetzt schon sagen, die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich hoch. So, und jetzt können wir zumindest keine Kohle verlieren. Erfahrung haben wir so gut wie keine, also passt das auch. So, halt, da war was. Was haben wir denn da? Kügelchen, schön. So, und dann geht's auch direkt los. Wir müssen hier hoch. Und dann gibt's jetzt eine Cutscene. Oji-sama-no-go-yōsu-wa-dō-da? Isshin-sama-wa... ...inochi-wo-tamotte-orareru-no-ga...fushigi-na-hodo-desu. Sōka.巫女よ、もう一度言う。不死のちぎりを俺と結べ。できませぬ、源一郎殿。たとえひとたび敗れるとも。 命を賭し、主を必ず取り戻す。それが我が忍びなれば。お迎えに参上いたしました。今しばらくお待ちくだされ。 So, da sind wir auch schon direkt. Wir haben schon mal direkt den ersten Hit gelandet und natürlich auch
direkt getroffen worden. Aber das läuft ganz gut. Immer so ein bisschen auf Abstand bleiben. Da sollte vielleicht nicht an die Wand. Das war dumm von mir, das weiß ich. So, ein bisschen heim. Oh, ich habe gar nicht mehr meinen zweiten Wiederbelebungspunkt. Ah ja, stimmt, den habe ich gerade gegen die Lappen verloren. Oh nein, 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 nein. Bam. Immer so ein bisschen hitten. Denn sobald die bei der Hälfte des Lebens sind, können die sich nicht mehr so leicht mit der Parierleiste heilen. Oh Gott. Apropos, jetzt muss ich mich mal schnell heilen. So. Okay, das war lächerlich, weil ich eigentlich voll daneben war. Aber okay, dann heile ich mich nur mal. Ich sagte, dann heile ich mich. Okay, ja, heile ich mich halt nicht, Spiel. Ja, dann haben wir den jetzt leider, das muss ich jetzt schon sagen. Den First Try haben wir verkackt. Ja, aber ich versuche noch. So. Ich muss mich heilen, ich muss mich heilen, ich muss mich heilen, ich muss mich heilen. Ja, nee, das haben wir schon verloren. Ja. Aber es war sogar close, es ist fast an Stings gegangen. Entweder seht ihr jetzt alles so in zwei- oder vierfacher Geschwindigkeit, oder ich werde nur die Tode reinschneiden. Das seht ihr ja dann, je nachdem. Ich glaube, wenn ich nur ein paar Mal sterbe, werde ich nur die Tode reinschneiden. Und wenn ich öfters sterbe, wenn jetzt beispielsweise die Aufnahme am Schluss vielleicht eine Stunde oder so ist, dann wird es in zwei- oder vierfacher Geschwindigkeit gemacht, weil dann kann ich auch schon sagen, dass ich danach dann nicht weitermachen werde, sondern dann wirklich auch beenden werde, denn irgendwann ist dann auch genug, dann gibt es halt in dieser Folge nur wenig Prozess. Hier gibt es noch, ich wollte eigentlich nicht die Schrift lesen, sondern das hier aufnehmen. Ah, genau, das ist übrigens noch wichtig für den Boss, aber dazu kommen wir später. Ja, dann geht's jetzt erstmal vielleicht in den Tempo-Boost, vielleicht seht ihr auch erst, wenn ich sterbe. Wie schon gesagt, ich sehe es dann erst, wenn ich herausgefunden habe, wie lange ich wirklich am Boss gesessen bin. Einfach aufgrund dessen, dass ich eben, wenn ich es jetzt schnell schaffe, dann noch wirklich Prozess in der Folge machen will. Und wenn ich länger für ihn brauche, dann werde ich auch nur diesen Boss in dieser Folge haben und mehr nicht. Und dann kann ich genauso gut die ganzen Versuche im Schnelldurchlauf zeigen, weil dann seht ihr wenigstens ja, meine Lernkurve. Und das ist lächerlich, ich bin auf der Seite von ihm. Ich wollte eigentlich einen Tempo-Boost gehen, ich weiß, aber den Versuch machen wir jetzt da noch. Weil ich gerade noch am Labern war. Bam! Was kannst du eigentlich? Ah ja, stimmt, mich hauen. Okay, jetzt kann ich mich heilen, weil er macht diesen Move. So. Jetzt muss ich mich heilen. So. Es sieht sehr schön aus. Wir haben ihn. Also wir haben das erste Leben. Schön. Ich bin zufrieden. Jetzt soll er gerne herkommen. Okay, jetzt bin ich wieder dumm. Und ich nutze übrigens da mit Absicht mein Feuerwerk nicht. Aber ihr werdet dann schon sehen, wieso.
Oh, das habe ich schön geblockt. Jetzt bin ich im Rücken zu ihm gestanden. Ich werde gerade zu passiv. Oh, jetzt muss ich passiv werden. Ich habe keine Heilung mehr. Das ist ja super. Cool. Okay, wir haben doch verloren. Aber es liegt jetzt eher daran, weil ich so blöd bin und keine Heilung mehr habe. Aber... es ist möglich. Denn jetzt kann ich hier Kugeln holen. Und jetzt muss ich nur kurz ein bisschen abwarten, bis er mich heilt. Weil wie ihr seht, die Kugeln, die heilen einen auch. Und für sowas kann man gerne das Feuerwerk nutzen. Ich muss jetzt bloß wirklich gerade aufpassen. Gut, da haben wir uns jetzt doch noch verkackt und jetzt geht's in den Tempo-Boost oder eben nur noch die Tode. Und ich muss wirklich aufpassen, dass ich nicht zu viele Heilungen verwende. Und da haben wir ihn doch tatsächlich schon im dritten Anlauf. Hey, krass. Wie cool ist das denn? Seht ihr, wir haben ihn einfach schon. Ist doch cool, oder? Aber im dritten Versuch ihn zu haben, finde ich schon krass. Ja, wie ihr seht, wir haben ihn nicht. Also diese Blitzattacke, das habt ihr davor am Anfang, relativ am Anfang der Folge gesehen, wie man die blocken kann, in die Luft springen und dann blocken und angreifen zugleich. Aber ich bin ehrlich, wenn ihr nicht so gut im Blocken seid, weicht einfach aus. Das ist jetzt meine Meinung. Ein Kumpel von mir sagte zwar immer, du musst das blocken, aber ihr könnt auch easy ausweichen. Und es wäre jetzt wirklich krass, wenn ich ihn schaffen sollte. Vielleicht lasse ich dann sogar den
Versuch in Langform drin. Weiß halt gefühlt gerade. So, das war's! Ich hab's zum ersten Mal überhaupt geschafft! Als ob ich ihn jetzt einfach gefirst tried im dritten Versuch hab. Und als ob ich seine Blitzattacke geblockt hab. What the heck? Ich bin ehrlich, das habe ich noch nie geschafft. Das war gerade wirklich das erste Mal überhaupt, dass ich seine Blitzattacke geblockt bzw. gekontert sogar habe. Ja, und damit haben wir besiegt. Erinnerung, Genichiro. Eine Erinnerung an den Kampf gegen einen starken Gegner. Achso, das ist immer derselbe Text, genau. Boah, Hilfe! Und wir kriegen die blutrauschende Jutsu-Fähigkeit. Die ist ganz cool, aber es gibt da eine bessere, die kommt später erst. Hier seht ihr es, hinterrücks anschleichen. Dann passt das. Als ob ich ihn jetzt einfach habe im dritten Anlauf. Wie habe ich das Oh, Cutscene. Anata ga masatta no desu ne. Onushi. Arasou tsumori wa arimasen. Miko no shinobi yo. Kenichiro dono. Moshi ya Ochimizu wo. Ashina wa kono kuni wa ore no subete da. Sono tame nara ore wa ningen wo yame yo. Shibito kaeri ka. So, und damit haben wir es jetzt auch wirklich offiziell geschafft. Ich kann es gerade immer noch nicht wirklich glauben, dass wir es geschafft haben. Mit nur einer bin ich überhaupt gestorben? Das könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Ich sehe es ja dann beim Schneiden. Ich bin mir sehr sicher. Bin ich gegen ihn gestorben jetzt in diesem Angriffsversuch? Oder habe ich es sogar geschafft ohne Death? Ich bin jetzt persönlich nicht sicher. Ich weiß nur, es sind jetzt nur drei Versuche gewesen, dementsprechend werde ich auch tatsächlich alle drei in normaler Langform drin lassen. Wahrscheinlich. Oder ich werde doch einen schnell. Ja, wobei, ich werde die alle drin lassen und tatsächlich, obwohl es jetzt nur diese drei Versuche sind, ich werde jetzt trotzdem die Folge hier beenden. Denn ich sehe gerade auf der Aufnahme sind es jetzt schon wieder 30 Minuten. Beziehungsweise, mir fällt gerade ein, es ist trotzdem. Nee, wir machen noch eine weitere Statue. Wir werden noch mit der Frau reden und nach unten gehen. Und dann werde ich schon bald die Folge beenden. Also es wird nicht mehr viel passieren. So, unten ist Kurosama, unser kleiner Junge. Okay, und ich meinte tatsächlich nicht diese Statue. Ich habe die gerade wirklich vergessen, dass die hier ist, lustigerweise. Wir gehen noch zu der anderen und gucken uns noch dort kurz um, nachdem wir mit dem Kleinen hier geredet haben. So, wo sollen wir hin? Ich war natürlich im Helfen. Nee, ich muss tatsächlich die eiserne Regel befolgen und Kuro beschützen.
そなたが私を救うため、ミロカ、あるいは数えてミロカ様をお守りするため、そなたは不永劫の任に縛りたくはなく狼を。ありがとう。Gut. Also ihr seht, er soll ihm jetzt helfen, die Fessel der Unsterblichkeit zu lösen. Und zwar Aufhebung der unsterblichen Text. Das Buch von Kuro über die Kunst der Aufhebung des Drachenerbes, es sieht alt aus, der Einband des Gerissenes fehlen Seiten. Hierin ist das Ritual zur Aufhebung der Unsterblichkeit beschrieben. Findet das Heiligtum jenseits des Palasts der Urquelle und trinket die Tränen des heiligen Drachen im Reich der Götter. Das hat er noch was für uns, glaube ich, oder? Das Räuchergefäß da drüben. Ah ja, da muss ich mir jetzt anschauen. Und wieso ich jetzt meine Meinung geändert habe und wir doch noch ein bisschen was machen, ist, dass mir halt, was ist das? Mir ist eingefallen, dass wir ja. Hey, das habe ich noch nie gefunden, Leute. Mir ist eingefallen, dass wir ja einen Cut gleich am Anfang der Folge hatten, wo ja dann nichts passiert ist. Dementsprechend. LOL! Jetzt sind wir hier beim alten Knacker. Ich wusste nicht mal, dass das hier ist. Krass. Ah, das erklärt jetzt auch, wie die andere Frau hingekommen ist. Ach, cool. Ach, cool, dass ich sowas jetzt auch noch entdecke beim zweiten Playthrough. Das ist mir noch nie aufgefallen. Dann muss ich mal meinen Kumpel fragen, ob der wusste, dass hier so eine Art Geheimgang gibt. Sogar ja noch schneller zwischen den beiden Orten wechseln. Ich glaube, das ist schneller, als wenn ich jedes Mal die Statue auswähle. Ist ja cool. Ich wollte jetzt eigentlich zwar hier gucken, aber hier gibt es nirgends was. Okay, ich habe jetzt das Ding und schauen wir nochmal, reden wir nochmal mit dem Kleinen. So, was willst du noch? Wo soll ich hingehen? Ich soll jetzt folgen, okay. Achso, ja, ich soll jetzt das Fenster da raus. Das noch zu ist. Ja? Kleiner? Voll kleiner, er ist irgendwie der göttliche, aber ich sage einfach nur kleiner zu ihm, ist voll logisch. Ich muss es selber öffnen, okay. Dann müssen wir jetzt hier raus und dann zu einem alten Mann. Ich kann jetzt nicht mehr genau sagen, wo es lang ging, aber eine Möglichkeit war es, hier runter zu gehen. Und zwar am besten erstmal hier hin. Und dann. Ja. Solltet ihr eigentlich. Au. Er hat mich voll aufgespießt. Genau. Ich wollte eigentlich sagen, versucht erst den Schwertkämpfer zu töten. Oder ihr sterbt einfach, so wie ich. Ja, seinen Attacken einfach. Seinen Attacken einfach ausweichen und wenn es ist, auch mal schnell heilen gehen. Und dann einfach. Ja. Wenn ihr es nicht besser schafft, einfach mit dem Feuerwerk arbeiten und dann solltet ihr ihn relativ schnell trotzdem haben. So wie ich jetzt. Da vorne gibt es noch eine Statue. Diese meinen sich jetzt tatsächlich, aber auch jetzt werden wir noch nicht beenden wahrscheinlich. Ich werde nochmal weitergehen. Denn
Ich guck jetzt noch kurz, was da unten war. Ich bin mir jetzt nochmal ganz sicher. Wir gehen jetzt aber mal hier lang. Ich weiß, dass da oben ein asozialer Gegner ist. Deswegen bekämpfen wir den als erstes. So, haben wir sie alle. Wir haben jetzt schon wieder ziemlich viel Erfahrung, sehe ich gerade. Einfach hier durch, weil hier gibt es einiges zu holen. Ich weiß bloß nicht, ob es auch was Sinnvolles, oder was heißt Sinnvolles, es gibt immer Sinnvolles. Aber was Überlebenswichtiges, glaube ich, gibt es tatsächlich nicht. What the heck hat mein Mörder gerade gemacht? Okay, jetzt müsst ihr wieder aufpassen, weil jetzt hier ist wieder so ein Asozialer. Am besten geht ihr relativ schnell zu ihm hoch. Ey, was macht der denn da für einen geilen Move? Das muss ich mir... gleich nochmal ansehen, wartet mal. Ah, halt jetzt. Jetzt hätte ich euch den Hinterrex-Todesstoß dahin. Schaut mal, hier hoch und dann... Ey, das sieht cool aus, wenn der schon direkt im Sprung nach oben eine Attacke macht. Vor allem, das ist so random. So, Hallöchen. Ich kann euch sagen, das ist gerade nicht der richtige Weg. Aber hier gibt es nochmal ein Item. Sonst tatsächlich nichts, denn ihr müsst tatsächlich in die andere Richtung. Da hinten waren wir mal. Da ging es zur Schlange. Und jetzt sind wir eben auf der anderen Seite endlich angelangt. Wir gehen jetzt wieder hinauf, weil wir haben jetzt hier alles besiegt. Ich habe das jetzt vor allem gemacht, um noch ein bisschen Erfahrungspunkte zu sammeln. Ja, Heilung brauchen wir noch nicht, das finde ich schön. Dementsprechend. Kann es ja. Nochmal gegen. Ja! Okay! Ihr seht, er ist minimal stark. Hoffentlich, ich schaffe den Boss in die Second Try, aber gegen den verkacke ich, oder was? Jetzt muss ich mich echt nochmal heilen schnell, sorry Leute. Aber wir kriegen vielleicht wieder eine gute Fähigkeit, wartet mal. Beziehungsweise, ich guck mal kurz, aber ich habe mich jetzt schon auch entschieden, dieses Mal. Das Heilung ist, glaube ich, das Wichtigste, deswegen werde ich die 5 Punkte sammeln. Und Emmas Aroma kaufen, weil die erhöht die Heilwirkung und Erholungsobjekten. Und das ist immer gut. Weil je besser die Heilung ist, desto weniger Probleme habt ihr. Und danach, sehe ich gerade, holen wir uns mal die Sache hier oben. Weil wir anscheinend da noch mehr von diesen Dingern hier kriegen. Oder warte. Nee, ich glaube, wir können es noch gar nicht freischalten. Ich probiere es mal. Wir probieren es jetzt mal freizuschalten. Aber es geht noch gar nicht. Wisst ihr was? Wir machen doch noch nicht die Heilung. Wir werden erst das freischalten. Fürs Erste. So, dann geht's jetzt aber direkt wieder weiter. Habe ich mich jetzt was? Prothesenfolge? Achso. Genau, wenn wir jetzt irgendein Prothesenmodul einsetzen, dann gibt's eine Folge an. Ich hätte mich heilen sollen. Okay, ich sehe jetzt gerade, es sind schon wieder 10 Minuten oder so vergangen, seit ich eigentlich gesagt habe, dass es beendet wird. Dementsprechend werde ich jetzt tatsächlich doch beenden. Dementsprechend hoffe ich, die Folge hat euch gefallen. Und der random Sieg gegen den Bossgegner. Also random deswegen, weil ich ja selber nicht damit gerechnet habe, dass wir ihn so schnell besiegen. Und vor allem seine blöde Blitzattacke, dass wir die geblockt haben. Beziehungsweise sogar gekontert. Weil ich bin wirklich ehrlich. Ich habe beim ersten Playthrough, das kann sogar ein Kumpel von mir bestätigen. Wenn er es anschaut, kann er es, wenn er es will, vielleicht sogar in die Kommentare schreiben. Ich habe literally, ich glaube, 3-4 Stunden gegen den Boss gebraucht. Also 3 locker. Ein Kumpel von mir hat 5 gebraucht, hat er aber gemeint, da bin ich sogar froh, dass ich es in 3 geschafft habe. Aber jetzt im dritten Versuch ist ja dann nochmal eine ganz andere Hausnummer. Gut. Dementsprechend war es dann heute. Ich hätte nicht gedacht, dass ich es schaffe. Wir sehen uns dann bei der nächsten Folge oder bei FIFA am Freitag. Und dann hoffe ich, ihr habt noch einen schönen Tag und einen schönen Donnerstag. Und ja, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Servus, euer Luel60. Ciao und tschüss.